Liebe Gläubige, die Pandemie, die aktuell immer größeres Ausmaß erreicht, beschäftigt uns alle. Sie fordert unsere Glaubenshaltung heraus, wie ich meine. Wenn wir ins Alte Testament schauen, in die Heilige Schrift, dann sehen wir eigentlich immer einen Zusammenhang zwischen der spirituellen Befindlichkeit und Treue des Volkes Israels und den historischen Ereignissen, die es durchmacht, Angriffe durch Feinde, auch damals Seuchen, Krankheiten. Das stellt uns vor eine Frage. Die einen sagen, ja, man darf jetzt da nicht eine Art Supernaturalismus huldigen und Wunder erwarten, ohne die menschlichen, vernünftigen Vorsichtsmaßnahmen zu treffen. Aber genau da liegt ein Knackpunkt, weil das Vertrauen auf Gott, das ist existenziell, das wird konkret, das betrifft mein konkretes Leben. Gott hat einen Einfluss auf die Dinge, die mich treffen. Wenn Jesus sagt, es wird mir kein Haar gekrümmt ohne den Willen des Vaters, also die Zulassung Gottes, dann hat doch alles mit Gott zu tun, also in meinem persönlichen Leben und Schicksal, wie auch das Schicksal der Menschheit. Wenn ich an die Bücher der Könige denke, wie oft hat man da die Propheten den Königen vorgeworfen, dass sie mehr auf die vernünftigen, auf die eigenen Mittel gebaut haben, ohne wirklich sich in Gott fallen zu lassen, an Gott zu glauben, an Gottes Allmacht und Wirken und Eingreifen zu glauben, existenziell. Und auch vor Schlachten und König David nach der Volkszählung, die der Prophet ihm als eine schwere Sünde vorwirft, sieht auch den Engel, der symbolisch dafür steht, für die Sühne, für die Strafe Gottes. Wenn wir die Botschaften von Fatima anschauen, die ja doch von der Kirche anerkannt sind, dann sehen wir auch einen Zusammenhang zwischen Gebet, Hingabe an Gott, Glaube, Sühne und der richtigen Einstellung der Kirche Gott gegenüber, der Menschheit, der Völker Gott gegenüber und den Plagen und Schicksalen, die die Völker treffen, Kriege und Krankheiten und anderes mehr. Und was aus all dem hervorgeht aus dieser heilsgeschichtlichen Betrachtung, ist doch das eine, dass unsere Demut vor Gott, unser Vertrauen auf Gott, unsere Liebe zu Gott, unsere Gebete, unsere Buße, unsere Umkehr, dass das alles sich auswirkt auf die Befindlichkeit der ganzen Menschheit, der Nationen, unseres Volkes und auch auf uns selbst, auf unsere Biografie, auf unsere Familien. Es gibt da ganz klar einen Zusammenhang, den wir nicht übersehen dürfen, weshalb auch ganz große Heilige in solchen Situationen zu Gebet, Buße, Umkehr aufgerufen haben und zum Vertrauen auf Gottes Eingreifen, auf Gottes Hilfe und auf Gottes Schutz. Ich erinnere an Gregor den Großen, an Karl Borromäus, das sind ja sehr leuchtende Beispiele und über jeden Zweifel erhaben. Sie haben Bittprozessionen organisiert und sie haben sich auch zu gemeinsamen Gebeten zusammengeschlossen. Und ich denke auch, dass sie von Gott erhört worden sind. Ich
Ich habe einfach ein ganz grundsätzliches Problem. Wir segnen das Wasser, die Priester, die Bischöfe, heiligen die Elemente und bitten, dass diese gesegneten und geheiligten Elemente uns Heil bringen und Segen und nicht Unheil. Wie können wir dann sozusagen kapitulieren vor dieser übernatürlichen Wirklichkeit und die Weihwasserbecken bleiben leer. Die Bäder in Lourdes, die ja noch nie wurde es überliefert, dass man sich in diesen Bädern, wo Tausende von Menschen, Kranke, sich gebadet haben, dass irgendjemand sich da angesteckt hat, weil ja die Mutter Gottes selber in diesem Wasser Heil und Trost für die Kranken versprochen hat. Wie können wir da jetzt kapitulieren im Glauben und diese Bäder schließen? Mir geht das irgendwie nicht ins Herz. Vom Leib Jesu, vom Leib Christi wissen wir aus den Evangelien, dass die Kranken sich zu ihm drängten und ihn berühren wollten. Auch nur den Saum seines Gewandes, aber sie wollten seinen Leib berühren, weil von seinem Leib eine Kraft ausging, die alle heilte. Und jetzt stehe ich als gläubiger Mensch, als Bischof vor dem Sakrament der heiligen Eucharistie, vor dem Leib Christi. Und ich glaube an diese übernatürliche Kraft der Gegenwart Gottes in der heiligen Hostie, die der Leib Christi ist. Wie kann ich mir jetzt vom Kommunionempfang Unheil, Kontamination und Ansteckung erwarten? Also ich kann das einfach für mich persönlich in meinem Herzen nicht nachvollziehen. Man kann mir jetzt natürlich sehr leicht vorwerfen, ich sei unverantwortlich und ein Supernaturalist, der Wunder erwartet. Ja, eigentlich, ich erwarte Wunder. Ich rechne mit der Kraft und mit dem Schutz Gottes. Ich vertraue auf die Gegenwart Gottes. Und ich denke auch, jeder Gläubige muss von seinem Herzen und von seiner inneren Gottesbeziehung her frei sein, wie er, in welcher Haltung er die heilige Kommunion empfangen möchte. Da dürfen wir ihm auch nicht Dinge auferlegen, die gegen sein innerstes Gewissen und Empfinden gehen. Also ich möchte uns alle auffordern, darüber nachzudenken. Wir gehen auf des Messers Scheide. Es ist immer so, wie der Prophet sagt: Glaubst du, so bleibst du, glaubst du nicht, gehst du unter. Und ich denke, wir sollten an Gott glauben und ihm vertrauen und zu ihm beten, dass wir geläutert aus diesen Ereignissen hervorgehen und mit einem starken Glauben